Okay. Echt, soll ich so um 9 mal wiederkommen? Ah, hier ist er jetzt. Ah, da ist er doch. Hey! Hättet ihr vielleicht. Sofern wir keine spezifischen Geschäfte zu besprechen haben, habe ich kein Interesse. Ich möchte, dass ihr aktive Schulden erlasst. Schulden sind Schulden. Entweder er bezahlt oder seine Sippe tut's. Er ist ein alter Mann, lass es gut sein. Gut. Ihr hört euch wie ein Priester der Mara an, aber ich verstehe schon. Richtet ihm aus, er soll die Sache mit dem Gold einfach vergessen. Sorgt dafür, dass euer Schwertarm stark bleibt. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Oppi. Es scheint zum immer Arbeiten mehr zu bin ich zu alt. Zum Trinken aber noch lange nicht. Irgendwer ist bereit, eure Schulden zu bezahlen. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Als ich noch jünger war, war ich ein ziemlich guter Krieger, wisst ihr? Ich könnte euch das ein oder andere zeigen. Ihr solltet mit meiner Tochter Yvette reden. Sie ist der hellste Kopf der Familie. Ich freue mich, dass ihr euch entschlossen habt, bei uns vorbeizuschauen. Jo, ich bin wieder weg. In Unruhe. Das Familienschwert. Und mal wieder ein Schwert, was uns irgendwo hinschickt. Ich finde das schon immer ein bisschen lustig. Ein Schwert ist es mal, das ist hier. Und jetzt ist es ein Schwert. Ah ja, dann haben wir es ja gleich geschafft, Alter. Und dann haben wir Aldrin auf die Fresse. Da freue ich mich nachher, da freue ich mich dann richtig drauf. Aber wieder, ne? Mal wieder was geschafft. Hi. Oh, ich bin ja schon im Wald daheim. Ich kann euch. Mach mal. Ein Schattenanführer. Oh Gott. Hilfe. Wenn mein Pferd dann nicht immer wäre, wäre das einfacher. Ohne Witz. Das nervt übelst. Wenn du immer so ein Pferd dabei hast, Alter. Ja, es ist halt unfassbar nervig. Macht auch echt keinen Spaß. Mal nicht ernsthaft. Also, ich empfinde das nicht als Hilfe. Teils sogar als genau das Gegenteil.
wirklich. Und das weiß ich nicht, warum das so hart eingebaut wird. Ja? Schnauze. Na klar. Jetzt schon mehr wie ein letztes Mal. Yep. Und jetzt bekommen wir wieder Geld. Hat sich ja wieder gelohnt. Aber es ist das nicht mal echt mehr eine Behinderung. Alles andere. Aber ich würde auch sagen, ich mache die Liste heute noch fertig und dann will ich heute sicher auch einen Cut setzen. Nicht mal gerade, weil ich keine Lust mehr habe, sondern weil es einfach ein guter Moment wäre. Dann, ich weiß nicht, jetzt haben wir Alduin anzufangen und dann hört man da wieder damit auf. Dann. Ne. Deswegen. Das soll ich mitnehmen. Das ist Amras Familienschwert. Amras Familien. Eben Erdschwert, muss das sein. Und so. Gut. Dann hätten wir das auch erledigt. Also nochmal, das ist aber nochmal, weil zweieinhalb Stunden, Entschuldigung, weil zweieinhalb Stunden nochmal gedauert hat, ist auch krass. Das ist nicht damit gerechnet, dass es nochmal so lange dauert. Ja, man hat echt die Zeit man da investiert. Manchmal fehlt mir das. Ja, euer Schwert. Ihr habt es gefunden? Ich suche nun schon seit Monaten nach dieser Klinge. Und ihr habt es ganz allein mit diesen Banditen aufgenommen? Danke. Jupp. Mein Vater hatte eine besondere Technik für Schwert und Schild. Ich will sie euch beibringen, ihm zu ehren. Danke. Nun gut. Dann noch mit dem Jal und dann. Wurden Fall gering. Das ist hier unten. Ich war hier noch. Oh nee, dann brauche ich weiter. Ich war noch nie im Falkenring. Ach du Scheiße. Und da denkt man, alles erkundet. Damit eröffnet sich aber nochmal was ganz Neues. In diesem Falkenring. Aber was will der Jarl von uns? Jarl? Schön euch zu sehen. Endlich mal jemand, der nützlich ist. Ich habe einen Brief bekommen. Seid es. Tja, nun werden wir ja sehen, ob die Geschichten über euch stimmen. Es gibt eine Gruppe von Banditen, mit denen ich ein paar diskrete Geschäfte abgewickelt habe. Der Anteil, den sie mir gegeben haben, war anfangs gut, aber jetzt wird es Zeit aufzuräumen. Kümmert euch darum. So soll es geschehen. Gut. Erschwert euch eure Unerfahrenheit die Arbeit? Überhaupt nicht. Ich bin ein Jarl. Ich esse die leckersten Speisen, trinke das edelste Met und jage mit den besten Hunden. Mein äußerst fähiger Vogt kümmert sich um die Belange der kleinen Leute und sorgt dafür, dass alles rund läuft.
Es ist so einfach, ein Jarl zu sein. Ihr solltet es mal versuchen. Ja, aber nicht so wie du. Wie seid ihr so jung Jarl geworden? Mein Onkel Dengeier war bis vor kurzem Jarl. Aber da sein Alter und seine Gesundheit ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, ist er abgetreten. Er dient uns nun als ehrenhafter Tane. Und zum Glück bin ich nun der Jarl. Aha. Tötet alle Banditen. Lasst keiner übrig. Okay. Kein Problem. Habt ihr einen Hund auf der Straße gesehen? Ein gutes, starkes Tier, das in der Nähe der Stadt herumstreunt. Nein, tut mir leid, ich habe keinen Hund gesehen. Auf der Straße läuft einer rum. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Könnte aber ein wildes, treues Tier als Begleitung gebrauchen. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Ich könnte mich reden lassen, ihn zu fangen. Ein kluger Mann verlangt im Voraus etwas für seine Arbeit. Etwas Gold jetzt. Und etwas, wenn ich meinen Hund habe. Also. Gut. Hühnchen. Wartet! Ich kenne euch doch! Wartet! Ich kenne euch doch! Mhm. Achso, da muss ich bestimmt so... Ihr seid genau, wonach ich gesucht habe! Was? Habt ihr gerade etwas gesagt? Im Himmelsrand leben jetzt riesige fliegende Echsen und zweibeinige Katzenmenschen. Und über mich wundert ihr euch? Ja, ich habe gerade gesprochen. Und das werde ich auch weiterhin tun. Wisst ihr, mein Name ist Barbas. Und ich habe ein Problem, bei dem ihr mir vermutlich helfen könnt. Und wobei sollte ein Hund Hilfe benötigen? Mein Meister und ich hatten sozusagen ein Zerwürfnis. Wir sind in Streit geraten und die Dinge wurden etwas... hitzig. Er hat mich rausgeworfen, bis ich jemanden finde, der unsere Meinungsverschiedenheit beilegen kann. Und hier kommt ihr ins Spiel. Ihr seid also klar, ihr seid also ein kleines verirrtes Schößchen. Sehr witzig. Mein Meister ist Clavicus Vile, Daedra Fürst der Wünsche. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist er eine sehr wichtige Persönlichkeit. Hört sich einfach an. Machen wir uns auf die Suche. Danke. Nachdem er mich verbannt hat, ist Vile ziemlich schwach. Er kann sich nicht sehr weit von seinen Schreinen entfernt manifestieren. Ich weiß, es gibt einen Kult, der ihn bei Hemas Schande verehrt. Dort können wir sicher mit ihm reden. Wenn das gelingt, sorge ich dafür, dass ihr belohnt werdet. Traut nur keinem Angebot, das er euch macht. In Ordnung? Reise mit Barbas zum Schreiben von Clyviso Wild, okay. Was, ich verfolge jetzt einen Hund? Ernsthaft? Oh Gott. Ja, okay. Das ist immer eine coole Quest. Das muntert das alles noch ein bisschen auf, dieses Rumgesuche. Thank you.
ich bin da. Hoffentlich korrekt, hoffentlich klappt die Quest. Jetzt wieder einen Bug haben, wie die Lady öffnen. Ja, Hühnchen muss nicht so viel bellen. Bin ja da. Deswegen. Großer Falle. Halt. Wow. Ja, da hat aber jemand ausgepackt, Alter. Da hat jemand ja ganz tief in den Trickkasten gegriffen. Selbst wenn meine Rüstung hat sowieso abgeblockt. Ich hab ne Rüstung an, ihr Idioten. Müsst mir schon mehr entgegensetzen und zwei mit zwei Pfeile, damit ich begeistert bin. Jetzt bezahlt ihr. Tschüss. Tschüss. Komplett. Okay, also muss ich gehen. Muss ich mich gegen die Feinde hier durchsetzen? Okay, das ist... Oh, gar kein Problem, das kriege ich ja noch hin. Also mit Bärigs hier waren. Ja, alles klar, ne? Hallo, hallo, Bärchen. Ich bin Bären, Alter, bist du bekloppt? Also, weißt du, da normale Gegner, nee, das geht nicht. Aber ein Bär! Gar kein Problem. Weißt du, das ist eine normale Quest kurz und jetzt kommt einfach mal der Beste von Estetra. Nice, ich weiß nicht, ob ich alle Quests gemacht habe, ich glaube auch nicht. Ich glaube, da werden noch ein paar fehlen, auch am Ende des LPs. Jetzt ich mal. Aber Herrgott, so ist es dann. Das ist, ich will da jetzt nicht mehr dieses gezwungene 100% Run machen. Nur damit da am Ende eine 100 ist. Nein, ich will das Spiel so entdecken, wie entdecken ist. Und wenn ich halt mal was übersehe, im Spiel übersehe ich es halt. Da habe ich an Just Cause gemerkt, Just Cause 1. Das ist ja, was ja gerade vor ein paar Tagen beendet wurde. Oder? Ja, also ein paar Tage, also ja, vielleicht schon ein bisschen länger, dann eine Woche oder zwei. Aber nicht so ultra ganz lange, dann ist es einfach so. Just Cause 1 hätte ich damals aber auch kurz erhalten können. Das habe ich leider, das habe ich ein bisschen zu lange gehalten. Also ich merke mal über Zeit und mache da die größten Projekte. Okay, am Ende des Monats. Ende des Jahres, aber so wie mit Hitman und so, ne? Viel. Aber nur noch viel zu meinen. Oder wäre das Jahr schon gewesen dann. Ja, locker. Lassen wir die Spielchen. Ach, deswegen, es ging um die Höhe. Ein Blockerschwert hat er hier im Gesicht. Zeichnet mich aus. Ja, mal gucken, ob ich 2019, also dieses Jahr jetzt, ich glaube vor euch ist halt hier. Wir müssen überhaupt lang. Willst du dich umbringen? Ich werde euch töten.
Ja, Wunderhund. Ich kümmere mich jetzt einfach um diese Flachzangen. Ach ja, nee, damit ob ich 2019 schaffe, die komplette Hitman-Reihe zu machen. Wäre doch irgendwie ein Vorsatz, ne? Würd's glaube ich irgendwie gerne. Ich würde es gerne machen. Deswegen war ich auch so im Überlegen. Mit Hitman 2, ja, wenn das kommt. So, aber ich glaube momentan ist auch irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt, damit hier ein bisschen durchgelaufen. Und nochmal so ein Hitman dazu starten einfach. Arm genug. Just Cause gerade und so. Und Skyrim wieder, Skyrim hier und Red Dead. Ich bin da ein bisschen was Ende dran. Ich werde mal Batman wieder weitermachen. Das wird auch mal beendet, dass wir alle. Die GTA-Reihe. Die 3D-Teile, die auf PC sind alle immer auf dem Kanal geklatscht. Sind die auch noch nicht fertig. Batman-Reihe. Mit den DLCs. Mit dem DLC Cool Cold Hard und die ganzen Dinge da könnte man auch noch machen. Also. Ich. Yeah, du sagst knacken 60, geil. Ja, oh Gott, und wie lang ist denn der Weg noch so mal? Ich habe echt nochmal lustige Quests, aber bestimmt glaube ich nehme ich die nochmal mit, aber der Weg ist echt lang. Zum Schrei von Clavius Vile. Hey, da ist ja auch nicht eingezeichnet. Ja, und danach hauen wir noch die Banditen weg und da bin ich auch. Dann haben wir so eine Freude. Glaube ich, wenn da keine Quests mehr kommen. Aber das Ende ist, da kann ich noch mal sagen, das ist noch ganz weit weg. Gerade jetzt haben wir auch zwei neue Projekte. Wir haben jetzt auch zwei neue Projekte. Aber man denkt das halt immer so, ne? Auch wenn du Part 1 hochlädt, ach, das ist ja doch lange hin, bis es fertig ist. Auf einmal lädt man das Ende hoch. Es geht. Ja, wir sind jetzt schon bei 150. Jetzt habe ich aufgehört, ich glaube, bestimmt nur 150. Ich gehe da bald auf die 200 Folgen zu. Weiß nicht, wie lange das ob auf die 300 Folgen noch kommen. Könnte gut sein. Boah, kann ich mir gut mal vorstellen. Dass wir die 300 noch voll bekommen. Okay, hat eben geschnuppert. Dass wir die 300. Obwohl, das ist schon echt krass. Hallo, ich gehe mit dem Hund spazieren. Ach du. Wie fühlt es sich da reingehe? Oh nee. Wofür das Viech mich hin? Vampir-Diener? Wo führst du mich hin, Junge?
Ich jetzt mit, muss ich mit Vampiren kloppen oder was? Und wo führst du mich hin? Ja, das ist aber der soll in Gassi gehen, ey. Ich wollte nur mal Gassi gehen. Der Hund führt das Herrchen, ey. Au! Das spüre ich morgen noch. Was ist denn das für ein scheiß Weg, ey? Ich bin doch kein Schwein. Aber hier mit deinem Kasper-Theater, ey. Ja, Hündchen, ich bin da. Ey, damals mal fand ich so 70 Folgen, halt voll krass, ne? Und jetzt sind wir über 150, ey. Find ich immer noch krass. Bin so lang. Oh, so lange gefallen, naja. Gehen wir davon aus, so der Weg, oder? Jawohl. Noch nicht genug. Laufen wir hin. Cool. Riesenspinnen. Mag diesen Weg. Den mag ich ja jetzt schon. Wir haben keine Froschspinne mehr gesehen übrigens. Also nicht, dass ich jetzt übertraurig wäre, ne? Der ist den halt vorrennen. Dahinter kommen dann die Vampirdiener, ein bisschen verarschen. Geh ruhig weiter. Okay. Alter, wofür ist das? Wofür das fühle ich mich hin? Nicht lustig. Ach, sind wir im Ziel? Leuer mit dir. Boah, wer sind die Kleine? Haben hier aber keiner mit Magie angefunkt, oder? Ja. Jetzt hab ich gewonnen. Oh, wie der Hund aussieht. Oh, wer sind wir, oder was? First Wille, ich habe eine Bitte an euch. Tragt euer Anliegen vor. Es ist das Geringste, was ich für euch tun kann, da ihr mir bereits geholfen habt, dem Rest meiner Gläubigen einen letzten Wunsch zu erfüllen. Sie litten so unter ihrem Vampirismus und bettelten mich um Heilung an. Dann kamt ihr und habt sie von ihrem Elend befreit. Das hätte ich selbst nicht besser planen können. Mhm. Also, was ist euer Begehr? Was für ein Geschäft können wir machen? Ich bin nur hier, um euch mit Barbas zu fahren. Ach, mit diesem unerträglichen Burschen? Vergesst es. Anfrage abgelehnt. Kein Geschäft. Ich bin froh, ihn los zu sein. Auch wenn das bedeutet, in diesem jämmerlichen Schrein am Ende der Welt festzustecken.
Nun, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, wie er sich seinen Platz an meiner Seite wieder verdienen könnte. Vielleicht. Ich kann nichts versprechen. Wie lautet euer Angebot? Es gibt eine Axt. Eine unglaublich mächtige Axt. Eine Axt, die so mächtig ist, dass ich mit ihr reichlich Spaß haben könnte. Wenn ihr mir sie bringt, erhaltet ihr meinen Segen. Keine Haken, keine bösen Überraschungen. Zumindest nicht für euch. Wenn ich mich recht entsinne, befindet sie sich in der Ralf-Felsenhöhle. Barbas kann euch hinführen. Dieser kleine Klöffer könnte sich sogar wieder seinen Platz an meiner Seite verdienen. Welche Geschichte steckt hinter der Axt der Reue? Einer von Clavicus' kleinen Scherzen. Ein Zauberer namens Sebastian Lord hat eine Tochter, die Hirsine verehrte. Als die Tochter zum Werwolf wurde, verlor Sebastian den Verstand. Er konnte es nicht ertragen, dass ein kleines Mädchen die Form einer solchen Bestie annahm. Der Zauberer wünschte sich, den Fluch seiner Tochter beenden zu können. Clavicus gab ihm eine Axt. Okay. Na gut, Alisa, weiß ich den Weg. Alter. Na gut. Dann müssen wir jetzt...